Kennt ihr das auch? Diesen Gewissenskonflikt im Supermarkt? Kaufe ich jetzt den oder kaufe ich jetzt den? Der ist günstig, der ist unverschämt teuer. Der kommt aus Frankreich oder ein anderes europäisches Ausland, wie zum Beispiel Griechenland oder Spanien. Und der kommt hier aus der Ecke. Was tun wir denn jetzt? Und bei dieser Entscheidung soll dieses Video helfen. Klappe und Action! Oh, ist das lecker. Es ist mir doch egal, welchen Spargel ihr kauft. Und wenn euch der eine zu teuer ist und der andere günstig genug, ist ja egal. Aber eins ist nicht egal. Er sollte frisch sein. Und wie stellen wir jetzt fest, dass der Spargel frisch ist? Es gibt mehrere Merkmale. Das Wichtigste ist eigentlich für mich, das Ende des Spargels sollte immer möglichst nicht angetrocknet sein. Wenn das hier trocken ist, dann habt ihr schon mal einen alten Spargel. Was genauso wichtig ist, die Spitze des Spargels, wenn die sich schon öffnet oder wenn es ganz schlimm ist, wenn die hier an dieser Stelle schon weich ist oder matschig, Finger davon. Das nächste ist natürlich, und das haben die ganzen Spargelhändler überhaupt gar nicht gerne, wenn man jetzt mal so ein bisschen biegt und der bricht ganz schnell, dann gibt es meistens Ärger. Aber ihr wisst, ihr habt frischen Spargel. Also deswegen lieber die Spitze angucken und das Ende. Und das nächste, wenn ein Spargel, ich halte das mal hier an meinem Mikrofon. Wenn der sich so anhört, dann habt ihr frischen Spargel. Und wie kommen wir jetzt daran, zeige ich euch. So, wir haben jetzt hier das europäische Ausland liegen und hier haben wir praktisch unseren Spargel aus der Nachbarschaft liegen. Dass die jetzt unterschiedlich dick sind, das wollen wir jetzt mal außen vor lassen. Das werden wir auch gleich beim Kochen berücksichtigen. Darum geht es heute nicht. Jetzt wollen wir den mal schälen und gleichmäßig kochen. Da fangen wir mal mit dem Deutschen an. Und was ich immer mache, was ganz für mich hilfreich ist, ich lege den Spargel so in die Hand. Und jetzt mal ohne Sparschäler und ohne, dass ich irgendetwas mache, so dreht man den Spargel. Er sollte eigentlich immer hinten auf dem Arm so ein bisschen Kontakt haben, weil wenn ich jetzt schäle, ich mache das jetzt mal ganz bewusst so und ich gebe hier ein bisschen Druck drauf, dass der hier nicht in der Luft hängt und mir dann zerbricht. Deswegen hier ein bisschen Auflage. Carmen, konntest du das aufnehmen? Ja, ich weiß schon, worauf du anspielst. Nein. Alles gut. Dann weißer Spargel, immer nur das letzte Dreiviertelstückchen schälen. Also das, oder umgekehrt gesagt, das erste Viertel an Spargel. Schale bleibt immer dran, das gehört zur Spitze. Da ist eigentlich immer alles in Ordnung. Das ist hier oben so zart, da passiert gar nichts. Und wenn ich den Spargel so geschält habe, schneide ich mir trotzdem immer hinten noch einmal etwas weg. A, wenn es denn trocken ist, ist das weg. Und zweitens spüre ich bei diesem Schneiden, ob der Spargel vielleicht holzig ist. So, und wenn ich jetzt meinen Spargel hier unten abschneide und ich stelle dann hinterher beim Kontrollieren fest, Mensch, da steht ja noch was hoch, weiß ich genau, an dieser Stelle habe ich leider etwas übersehen oder ich hatte meine Lesebrille nicht auf. Eine gute Kontrolle, dann wird an der Stelle nochmal nachgeschält. So, und wenn wir dann wieder gegen das Licht halten, ist der komplett sauber. Und das machen wir jetzt mit dem deutschen Spargel und natürlich auch mit dem ausländischen Spargel. So, und natürlich wird der andere Spargel ganz genauso geschält. Und ihr könnt schon erkennen, wenn der Spargel deutlich dünner ist, wird es auch schwieriger mit dem Schälen. Und außerdem prozentual haben wir natürlich relativ viel Schale. Deswegen ist das hier schon mal nicht unbedingt meine erste Wahl, weil er ist mir einfach zu dünn. Aber den schälen wir jetzt auch komplett einmal fertig. So, der nicht deutsche Spargel, Carmen, ist auch geschält. Und jetzt kommt das, was ich schon gesagt habe. Der ist hier auch so ein bisschen angetrocknet. Kann man das erkennen? Ja. So ganz, aber wirklich nur leicht. Und wie gesagt, da schneide ich das weg. Dann einmal ganz kurz schauen, ob da wirklich nichts steht. Wenn das so aussieht, ist das in Ordnung. Und das, was ich hier unten wegschneide, das kommt natürlich mit rein in meine Spargelcreme. Und wie man diese Spargelcreme kocht, das Rezept blenden wir jetzt gerade mal eben ein.
Also, die Schalen wegzuschmeißen, das wäre wirklich ein Jammer, weil die Suppe, Carmen, die ist doch super, oder? Lecker, super lecker. Das machen wir jetzt mit allen Spargel. Die meisten Spargelbauern bieten ja auch geschälten Spargel an, aber selbst da könnt ihr ganz freundlich darum bitten, dass man euch die Schalen mitgibt, weil die sind eigentlich immer froh, wenn sie die los sind und da könnt ihr zu Hause trotzdem eine Spargelcreme von kochen. Wir wollen jetzt unseren Spargel kochen und zwar im direkten Vergleich. Ich habe mir Folgendes überlegt, ich werde beide Spargelsorten gleichzeitig kochen. Nun ist dieser hier ja natürlich deutlich dicker als der andere. Deswegen gebe ich diesen 3 Minuten Vorsprung und zwar mit der Spargelspitze Richtung Kamerafrau Carmen. Und was ins Wasser unbedingt noch hinein muss, sind 2 Esslöffel Salz. Und hier in Norddeutschland geben wir auch immer noch eine kleine Prise Zucker dazu. Die habe ich schon mal heimlich mit hineingetan, damit sich Carmen nicht ärgert, dass es heute wieder Zucker gibt. Und ich gebe immer gerne noch ein großes Stückchen Butter dazu, weil die Butter bringt uns nicht nur Geschmack, sondern die Butter schmilzt natürlich in dem heißen Wasser und gibt so einen ganz leichten Butterfilm über den einzelnen Spargelstangen. So kochen sie noch gleichmäßiger und alles, was hier oben so rausschaut, wird noch ein bisschen geschützt beim Kochen. Deckel noch zusätzlich oben drauf. Dem geben wir jetzt 3 bis 4 Minuten Vorsprung und dann kommt der andere hinein. So, er hat jetzt einen Vorsprung von 4 Minuten. Also was wir jetzt machen, der deutsche Spargel mit der Spitze Richtung Kamerafrau und der ausländische Spargel mit der Spitze zu mir. Und jetzt lassen wir beides gleichzeitig im selben Wasser gar kochen. Also es kann eigentlich keinen Unterschied im Geschmack geben. Und dann bin ich ganz gespannt, welcher Spargel uns beiden besser schmeckt. So, die nächsten 5 Minuten sind rum. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, ob der Spargel auch schon gar ist. Und wenn wir den Spargel so haben und wir drücken hier auf das Ende, das ist zugegebenermaßen immer ein bisschen heiß. Und wenn man den so leicht zerdrücken kann, dann ist der gut. Es geht natürlich auch, dass ihr euch einen Spargel herausnehmt und ihn einfach mal durchschneidet, um ihn zu probieren. Mmh. Mmh. Lecker. Super lecker. Für mich der erste frische deutsche Spargel ist immer eine Delikatesse. Und jetzt wollen wir ihn mal gegeneinander vergleichen. So, unser guter Spargel muss jetzt dringend heraus, dass er uns nicht verkocht. Und der kleine schlanke Freund hier, den nehmen wir auch mit raus. Guck, da hat sich einer gedreht. Und wir legen sie wieder so rein, wie wir sie auch gekocht haben. Und ihr könnt schon erkennen, wie lecker dieser Fond hier von dem Spargel aussieht. Mit der kleinen Butternote da oben drauf. Und der ruft ja praktisch danach, zu einer Spargelcreme umgebaut zu werden. Und da kann ich euch sagen, wenn ihr jetzt hier in diesem Fond dann euren Spargel, die Spargelschalen hineingebt, dann habt ihr natürlich die komplette Kraft eures gekauften Spargels auch in der Suppe. Hier ist nichts mehr drin. Solange er noch heiß ist, wollen wir ihn jetzt mal probieren. Hier haben wir den deutschen Spargel und hier haben wir den französischen Spargel. Wir probieren ganz bewusst mal hier unten vom Ende aus, weil da ist es immer ganz entscheidend. Hier oben die Spitze, das kann jeder. So, wir machen das mal so, Carmen, du probierst mit. Erstmal beide den Franzosen. So, der ist für die Kamerafrau. Also er ist angenehm, ja. Ist nicht faserig, nicht holzig, Mm-mm. Ist überhaupt nicht bitter, hat eigentlich ein ganz gutes Aroma eigentlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt wow sage, aber er ist okay, finde ich. Der ist wirklich okay. Also man kann ihn wirklich gut essen, oder? Ja, er ist okay. Ja, so jetzt probieren wir schnell den deutschen. So, kommst du nochmal wieder her. So, der ist nochmal für die Carmen. Hast du nicht gefunden? Also, vom Gefüge ist er ähnlich. Natürlich auch nicht holzig, auch nicht faserig,
Ist genau gleich gekocht, das kann man sagen, ne Carmen? Ja. Aber ich habe hier mehr, oder? Also ich finde, geschmacklich ist der doch nicht. Also der ist im Mund, im Gaumen ist der das Dreifache. Ja. Also, oder? Ja, ich finde ihn doch wirklich besser. Wir halten fest, beide Spargel sind gut zu kochen, sind gut zu essen. Wer ein bisschen mehr haben möchte, entscheidet sich für den deutschen Spargel. Ich bevorzuge den aus der Nachbarschaft. Und der ist in jedem Fall gut, aber nicht als Hauptdarsteller. Wir hoffen, dass euch diese kleine Spargelprobe, dieses Gegeneinanderstellen gefallen hat. Über einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Abonniert doch bitte kostenlos unseren Kanal, dann freut sich die Kamerafrau. Und wir freuen uns jetzt auf ein leckeres Abendessen. Tschüss, ihr Lieben, wir haben euch lieb.